geil. Ja, moin Leute, herzlich willkommen bei RCKs und Co. Heute mal wieder das Co. auszunutzen. Und zwar haben wir hier drei Flugobjekte vor uns. Ja, die sind, also die gehören alle drei mir, die sind jetzt nicht neu, die habe ich schon ein Weilchen. Und ich habe jetzt gedacht, ja, ich kann die euch jetzt einfach mal vorstellen. Wir fliegen eine kleine Runde. Wir sind wieder hier auf diesem Hügel, Gras und so. Und wir haben 38 Grad im Schatten. Bequem. Auf jeden Fall haben wir hier einmal von Robbe einen Helikopter. Der ist eigentlich so am hochwertigsten, sage ich mal. Den lässt man, kann man eigentlich nur mit iPhone steuern. Da ist nämlich dann so ein Teil dabei, wo man einen AUX-Anschluss reinsteckt. Dann kann man es irgendwie über das iPhone machen, aber hier ist jetzt eine Funke dran gebunden, mit der man den dann fliegen kann. Wir haben hier zwei so kleine Akkus und genau, ist halt ein schöner Helikopter. Dann haben wir hier von Reli so eine Mini-Drohne, 3x3 cm. Die ist halt extrem klein, deshalb kann man die auch da so in die Funke reinstecken. Die Flugzeit beträgt eine Minute, ne, aber halt schon sehr wenig. Die ist eigentlich eher so fürs Zimmer, aber egal. Und dann haben wir hier noch so das Beste, also vom Fliegen her macht es eigentlich am meisten Spaß. Das ist die Reli Electro Quadrocopter Voice Commander RTF von Reli Sky. Und zwar ist das eine Drohne, ein Quadrocopter mit Fernbedienung logischerweise und einem Headset. Und dann hat man hier so eine Tabelle, das da. Und da stehen dann so Begriffe drauf und das kann man dann in das Headset reinlabern und dann macht die Drohne halt das, was man sagt, wenn es funktioniert. Also die Drohne hat sogenannte Sprachsteuerung. Ja, ich weiß nicht, mit was sollen wir anfangen. Dann beginnen wir einfach mal mit diesem wunderschönen Helikopter. Da ist der Akku jetzt drin, der schaltet dann automatisch an. Ich funke hier. Also man kann dann jetzt hier schon Gas geben und er dreht sich. Dann stelle ich den mal da auf den Karton und wenn man jetzt irgendwas erkennt, dann sollte man erkennen, dass der Trim komplett verstellt ist. Wenn er direkt nach links abfliegt. Komm. Ja, der dreht sich halt eigentlich nur im Kreis. Ich habe das hier schon mal ausprobiert, das Ding, das landet dann irgendwo da unten hinten. Das kann man eigentlich sowas von vergessen, weil der Trim halt so verstellt ist, dass du eigentlich dann einfach nur irgendwo landen kannst. Ja, gut. Das ist das Problem bei diesem Helikopter, dass du eigentlich, du hast halt hier diese Fernbedienung, kannst es hier irgendwie mit den Knöpfen so ein bisschen verstellen. Warte mal, verstellt sich gerade einfach gar nichts jetzt. Aber so richtig verstellt kriegst du das halt leider nicht. Deshalb würde ich sagen, ich muss den wiederholen und dann probieren. Wir probieren es aber kurz. Ich habe den wieder geholt, aber der fliegt jedes Mal wieder nach da unten. Ich probiere mal mein Bestes zu geben, aber. Ey, ich will mal zur Kamera. Hallo, Kollege. Ja. Der macht, was er soll. Jetzt kam halt ein Windstoß. Oh. So. Oh, die Frau da unten ist gefährlich. Ah, jetzt bleibt er wenigstens mal auf der Stelle. Oh. Ich muss ganz weit laufen, das sehe ich jetzt schon. Oh, er kommt wieder zurück, komm. Man sieht ihn halt gar nicht auf der Kamera jetzt gerade. Komm. Oh, der ist sau hoch. Alter, wo ist der? Ich muss jetzt runter. Scheiße, wo lass ihn mal absacken. Scheiße. Fuck. Ja, gut. Ja, jetzt ist er da hinten mitten irgendwo im Gebüsch. Ich hoffe, dass er noch auf dem Grundstück hier ist und nicht irgendwo bei anderen Leuten. Sonst kommen wir da nicht mehr hin. Ich guck halt mal. So Leute, Lukas hat jetzt gerade ein bisschen gelenkt, um den Helikopter wieder zu finden. Ich weiß, ob ihr den seht, wenn nicht, dann zoome ich euch mal rein. Hier hängt er jetzt in der Mitte, einfach so schön im Baum, senkrecht, also normal. Und irgendwie muss ich jetzt halt eigentlich einfach da unten durchs Gebüsch mich dann senkrecht stellen und den mit so einem schönen Regenschirm da rausholen, weil von hier komme ich auf jeden Fall nicht dran.
Und das sind teilweise auch Dornen. 2000 years later. Helikopter ist wieder hier. Richtig scheiß Aktion. Wir haben bestimmt 20 Minuten gebraucht. Wir sind jetzt mit dem Catcar rückwärts in das Gebüsch gefahren, haben uns mit der Zange durchgekämpft und mit dem Regenschirm. Jetzt will Lukas scheinbar nochmal fliegen. Ich will einfach mal gucken, wie sowas fliegt. Ja, er kennt sich damit gar nicht aus oder hat es noch nie wirklich gemacht. Prinzipiell macht es schon Fun. Ja, du musst eigentlich direkt ziemlich viel Gas geben, sonst kommt er gar nicht hoch. Warte, stopp. Du musst eigentlich direkt so auf Halbgas, direkt hoch. Ja, genau, und jetzt weiter hoch, weiter hoch. Das ist halt bei dem Ding. Also ich gebe eigentlich fast immer direkt Vollgas. Gut, dann mache ich das jetzt auch. Und dann landest du, bist halt direkt auf guter Höhe. Vom RC-Auto. Ja, klar, vom RC-Auto gibt es halt nicht direkt Vollgas. Ja, genau. Jetzt kannst du wieder ein bisschen runter, wieder mehr. Landen! Ja, schlecht war es nicht. So. Ja. Wo ist denn das Ding überhaupt? Oh, jetzt ist das Ding abgerissen. Jetzt hat er sich im Gras verfangen und wir haben da hinten das Ding ab. Jetzt ist es wieder reingesteckt. Und ich weiß nicht, dreht das sich jetzt noch? Ja, doch. Oh. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit was vierrotorigem weiter. Das Ding, oh Mann, nee. So, Leute, jetzt haben wir hier diese Reli Fly Drohne. Die war auch schon mal abgesoffen. Die ist schon mal in den Wassertank geflogen. Auf jeden Fall haben wir hier die Funke dazu. Das Mikrofon habe ich jetzt an. Ich weiß nicht, für was diese zwei Dings da sind. Vielleicht Sport und keine Ahnung. Jetzt schließe ich die Drohne hier einfach mal an Strom an. Ich habe dafür zwei Akkus. Ich habe jetzt den jüngeren drin, den besseren. Jetzt blinkt sie ganz wild. Jetzt gehe ich einmal hoch und wieder runter. Und jetzt gibt sie Gas. Und das Headset sagt jetzt schon die ganze Zeit nicht klar. Hier haben wir jetzt die Sprachsteuerungsliste und da können wir jetzt halt irgendwas davon labern und die Drohne macht es. Oder wir fliegen halt ganz normal. Nein, nicht Figur. Jetzt macht Figur 1. Das Ding macht Figur 1. Das war jetzt Figur 1. Warum nicht? Figur 2. Mach. Wie, jetzt hat es nicht gemacht. Aha. Wahrscheinlich, weil ich aufs Gas gegangen bin, dann hat es quasi so abgebrochen. Was haben wir noch? Looping vorwärts. Passiert jetzt nichts, weil ich nicht oben bin. Looping vorwärts. Das Ding hat auch einen Trim, beziehungsweise der Wind. Na gut, aber bis jetzt hat es noch nichts davon Nein. so richtig gemacht. Moment, nochmal. Looping vorwärts. Hey, jetzt ist wahrscheinlich der Akku schon wieder leer. Also, weiß nicht. Der Akku leer? Der Akku ist leer. Was, die Dinger, das kannst du eigentlich lassen. Also ja, jetzt ist... Wir versuchen es direkt mal mit dem anderen, aber ich weiß nicht. Also, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir mal ein bisschen fliegen, dass wir uns nochmal irgendwie was kaufen oder so, mal einen schweren Helikopter oder eine Drohne, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt aber reinschreiben, was. Jetzt nicht allzu teuer und auch eher für Einsteiger, weil wie ihr ja seht, sind wir jetzt nicht gerade Profis da drin. Aber im Prinzip macht es schon ganz Fun. Es ist halt ein bisschen aufwendiger als zu bashen, weil du halt immer gute Wetterbedingungen brauchst und so. Aber prinzipiell macht es auch Spaß. Es ist halt eigentlich nochmal was anderes als immer nur auf der Straße. Genauso ist es auch mit Boot. Aber ja, so jetzt habe ich schon den nächsten Akku wieder dran. Oder andere Möglichkeit, du holst ja einfach noch einen Akku. Dann ja, genau, geht wird auch. Wird es damit auch besser funktionieren. Hier raus, die kann man hier einfach aus der Fernbedienung rausholen. Ups. Und der Deckel ist eigentlich fest, aber nicht mehr.
Dann hat die hier so einen Mini-Mini-Schalter. Die hat quasi hier unten einen fetten Akku drin, der da einfach drin ist. Hier kann man direkt das Ladekabel anschließen. Und wir schalten mal die Funke ein. Und dann die Drohne. Die Dinger, die piepsen sich immer ein ab, da. Das Ding ist halt eigentlich eher fürs Zimmer. Und allein wenn da 1 km/h Wind ist, kannst du es eigentlich schon vergessen. Aber das Ding geht gut ab und es landet wahrscheinlich direkt am Baum. Nicht im Baum, aber am Baum. Und ja gut, allein für im Zimmer ist es schon schwierig. Aber prinzipiell, es macht schon ganz Bock, weil du kannst die halt auch überall hin mitnehmen. Und irgendwie macht es auch Spaß, so ein kleines Ding zu fliegen. Das sieht man nichts. Da sieht man halt gar nichts. Aber die ist ein bisschen, die ist gehorsamer als hier, als der Helikopter und die andere. Obwohl es so windig ist, kann man die eigentlich recht gut fliegen. Warte mal. Versuch mal ein bisschen wieder zur Kamera zu kommen. Hier sieht er. Jo, bleibt einfach in der Luft stehen. Ui. Ui, 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 ui. Das mal was zu tun für den Kameramann. Das ist schon geil. Das verlinke ich euch unten mal. Weil da finde ich bestimmt auch einen Link. Die bleibt auch hier. Das ist nicht so wie mit dem Helikopter da. So, vorbei. Nee, wahrscheinlich ist noch Strom drin. Aber ja, also ich finde, das Teil macht eigentlich am meisten Spaß, weil es halt besser getrimmt ist als die anderen. Deshalb, kannst du mit der das besser... Das war der Baum. Der ist im Baum und hat sich aus dem Baum wieder gerettet. Aber ja, dann würde ich sagen, wir fliegen noch ein bisschen. Und die Drohne ist eigentlich so die geilste. Ich weiß nicht, die ist bestimmt auch billig. Ich weiß jetzt nicht, was sie kostet. Ich kann es euch hier mal ins Bild schreiben, wenn ich dann nachgeguckt habe. Aber ich weiß nicht, ich mache es 50 Euro. Allermal. Nee, nicht mal. 30 vielleicht, 20, 10. Nee, 10 nicht. Aber die hört wirklich, da kannst du hoch, kannst du auch wieder zurück einigermaßen. Okay, klar, der Akku ist jetzt halt nicht groß. Oh, komm zurück. Zurück. Ja, jetzt muss ich loslanden. Okay, dann würde ich sagen, ich hole die da wieder raus. Wir fliegen noch ein bisschen. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, like da lassen, war mal was anderes als sonst immer. Und lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Flugvideos mehr verpassen wollt. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was es sonst so gibt oder was ihr euch so wünscht. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal bei RCKS & Co. Ciao, ciao. Ciao. Gucken, ob man die nochmal da rausbekommt. Ja, ich glaube schon. Ja, wir fliegen.